Wie gut ist eigentlich die Manipulator-Matte von der Marke TG aus der Linie Badhead? Kommen wir immer als erstes mal zu der Verpackung. Die Verpackung finde ich tatsächlich ganz gut, finde ich sehr stylisch. Mit dem grünen, mit der schwarzen Typo und auch mit dem silbernen Deckel und ist von der Qualität auch tatsächlich gut. Der Geruch ist nicht ganz so meins, muss ich ehrlich gestehen. Ich nehme noch mal eine Nase. Das riecht eher so wie so ein sehr fruchtiges, süßes Kaugummi. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Wrigley's Juicy Fruit erinnert. So in der Art, noch ein bisschen fruchtiger, etwas künstlich, ist nicht ganz so mein Fall. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 60% der Inhaltsstoffe sind gut, 40% der Inhaltsstoffe leider nicht. Kommen wir zum Claim des Produktes. Die Manipulator-Matte ist ein Haarwachs in Pastenform. Ja, man hätte sich an dieser Stelle vielleicht auch entscheiden können. Mit massiver Textur und einem starken Halt und Definition und Kontrolle. Ob das wirklich stimmt, das finden wir jetzt heraus. Meine Vorher-Frisur sieht aktuell wie folgt aus. Wie immer habe ich die Haare natürlich dann ein wenig angefeuchtet und natürlich as usual auch ein paar Drops Arganöl in die Haare eingearbeitet, um die Haare einfach etwas weicher zu bekommen für das Styling. Weiter geht's mit der Konsistenz des Produktes. Die Konsistenz ist tatsächlich sehr weich für eine Paste. Einfach eine weiche Paste, kann man sagen. Oder ähnlich wie eine etwas härtere Gesichtscreme. Das trifft es auch ganz gut. Das Auftragen in die Hände funktioniert tatsächlich kinderleicht. Man kann das Produkt hervorragend in den Händen verteilen. Und das tatsächlich auch rückstandslos, was nachher später für Styling natürlich auch super ist, damit keine Klumpen in den Haaren zu sehen sind. Kommen wir zum Styling. Ich habe meine Haare genau so gestylt, wie es vom Hersteller angegeben war. Und zwar, ich habe das Produkt in meine feuchten Haare eingearbeitet und dann passend geföhnt. Zusätzlich habe ich dazu eine Föhnbürste genommen, hat auch super funktioniert, muss ich sagen. Und später dann auch noch einen feinen Kamm, um meine Haare an einigen Stellen einfach nochmal ein wenig besser zu ordnen. Und jetzt schauen wir uns den direkten Vorher-Nachher-Vergleich an. Der Hersteller hat mit einem sehr starken Halt geworben. Das ist in meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. Ein guter bis mittlerer Halt trifft es eher. Und deshalb habe ich auch nochmal meine Haare anschließend mit Haarspray ein wenig fixiert. Das Finish war tatsächlich weniger matt, als ich gedacht habe, sondern eher ein wenig glänzend. Und zwar so ein natürlicher Glanz, was ich an dieser Stelle gar nicht schlimm finde, sondern tatsächlich sehr positiv zu bewerten ist. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit des Produktes aus? Das Produkt lässt sich grundsätzlich gut aus den Haaren herauswaschen. Ich würde aber empfehlen, wenn man das Produkt verwendet, tatsächlich das Produkt immer komplett mit Shampoo aus den Haaren herauszuwaschen. Kommen wir zum Preis. Ihr bekommt 750 Gramm von der Manipulator-Matte von der Marke TG aus der Linie Badhead für sage und schreibe 11 Euro. Somit haben wir hier auch einen guten Preis. Für wen ist das Produkt jetzt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Das Produkt ist grundsätzlich für normale bis dicke Haare sowie für kurze bis mittellange Haare gleichermaßen geeignet. Wenn du höheren Wert auf die Textur legst und höheren Wert auf die Definition der Haare legst und weniger auf die Inhaltsstoffe, dann wäre das Produkt eine Option für dich. Ich finde den natürlichen Glanz nice, wenn du zum Beispiel deine natürlichen Locken oder Wellen herausarbeiten möchtest oder vielleicht auch einen Broflow trägst, kann man das Produkt definitiv empfehlen. Die Manipulator aus der Linie Badhead von der Marke TG erhält 38 von 50 möglichen Punkten. Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch auf diesem Wege ganz viel Spaß beim Haarestylen.